Hallo zusammen, mein Name ist Omnitrix und wir sind heute wieder hier in Steam. Nach einer weiteren längeren Zeit zeige ich euch mal wieder, was ich im Traden zusammengebracht habe. Ob sich viel bei meinem Inventar verändert hat und was Neues ist. Ihr seht hier mein ganz normales Steam-Profil, wie immer. 373 Stunden in CSGO. Sehr viele Plus-Reports habe ich auch. Alles gut. Ja, wir werden erstmal hinwechseln zum Inventar, wo ihr erstmal seht, das erste Knife, ein Bayonet Skinless, das ich gerade für einen Kollegen von mir trade. Eigentlich will ich es noch auf einem anderen Account geben, dass ich dort weiter traden kann, aber gerade ist es sehr weit unten, deshalb belasse ich es gerade auf dem Account. Ja, ist okay, aber ich spiele nicht gern mit normalen, also skinless Items, aber ist cool. Zweitens ist ein Bowie Slaughter Minimal Rare. Schaut sehr sick aus, ich mag es sehr gerne. Am Schluss kommen dann noch, wie die Knives in-game ausschauen, die meisten davon, also das Bowie, das und noch zwei die höheren Knives nur. Dann noch das Jagdmesser Slaughter Minimal Rare, das trade ich auch für einen Kollegen. Ist aber auch gerade um 50 Euro weniger als Normalwert ist, deshalb werde ich ein bisschen lassen, ein bisschen Zeit lassen und ja. Dann gehen wir weiter zum Bayonet Marble Fade. Fabrik neu, sehr cooles Messer, spiele ich sehr gerne und ja. Das Eagle Copy Disruption, ganz normale Skins, so Standard Spielskins. Eine Road Rash Minimal Wear. Meine Stimme hört sich ein bisschen komisch an. Ja, dann haben wir noch hier das Gambit Stat Track Tiger Tooth Minimal Wear, habt ihr schon alle gesehen, und den Nuke Pin. Es hat sich ein bisschen was verändert, aber auch nicht so viel. Ist okay, wir wechseln mal rüber zum Medium. Ich kann die Seite sehr weit empfehlen, sie ist richtig sick eigentlich. Ja, erstmal zum Bowie. Das Bowie hat einen 0,11er Float, ist sehr cool, hat fast keine Kratzer. Ihr seht, es hat einen Angel an der Top. Einen halben. Na, erkennt ihr ein bisschen. Ah, ich meine unten. Und am Top einen riesigen fetten Diamond, der was sehr, sehr, sehr sick ausschaut. Also mir gefällt das einfach so hammer geil. Und ja, ist sehr geil zum Spielen. Ist eins meiner Lieblings-Playknives. Wir wechseln mal zurück. Hier zum Bayonet Marble Fade mit einer 0,01er Float. 0,01 heißt, es ist fast gar nicht zerkratzt. Es schaut doch eigentlich sehr. Es ist sehr bunt, es ist kein Fire and Ice oder so, es ist ein ganz normales buntes Knife, was sehr cool ausschaut, auch cool zum Spielen ist. Und mir auch gut gefällt. Und dann noch das Karambit Stat Track Tiger Tooth Minimal Rare mit einer 0,074 Float. Müsst ihr vorstellen, 0,07 ist schon ein. Factory New, also schon sehr knapp an Factory New. Und ja. Ihr seht, die Playside ist fast gar nicht zerkratzt. Es schaut hier eigentlich ärger aus als Ingame. Die schaut sehr sick aus, fast keine Kratzer drauf. Für Minimal Wear. Ein sehr hammergeiles Knife. Und ja. Seht noch hier andere Knives, was ich schon mal alle hatte und haben und anschauen wollte. Viel davon hatte ich, zum Beispiel das Fake Black Pearl hier. Das ist ein Karambit Doppler Fake Black Pearl mit der vollen Seite schwarz. Ist okay. Und ja, was ich kurze Zeit hatte, war dieses schöne Knife. Ein Karambit Case Hardened Blue Gem. Aber es ist nicht so hammer, richtig voll Blue Gem. Ist okay, schaut halbwegs cool aus. Aber ich habe es mir jetzt nicht so perfekt gedauert, also nicht so perfekt gefallen. Und ja, eigentlich war es das schon. Hier noch das Gut Knife Tiger Tooth, was ich vergiveaway habe an euch. Und ja, mir geht es irgendwie nicht gerade sehr gut, aber ich mache trotzdem ein Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut morgen wieder vorbei. Morgen kommt ein PC-Gameplay wieder. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Ja, haut rein, ciao, bye.